Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran. Der Champ wartet. Der Champ? Es gibt nach der Top 4 noch den Champ. Hast du das nicht gewusst? Nein, ich dachte, man wird Champ, wenn man die Top 4 besiegt hat. Nun ja, als der Aufrichtige damals die Pokémon-Liga verlassen hat, rutschte die Top 4 jeweils um 1 nach oben. Die Nummer 4 wurde Champ, die Nummer 3 wurde Nummer 4, Nummer 2 wurde Nummer 3 und so weiter. Und dann warst du Nummer 3? Nein, meine Großmutter Agatha war Nummer 2. Doch sie ist zu alt zum Kämpfen und hat mir den Posten überlassen, als ich mich bei der Pokémon-Liga als würdig erwiesen habe. Sie trainierte Geist- und Gift-Pokémon, während ich mich auf Unlicht und Gift spezialisierte. Unser ähnlicher Kampfstil überzeugte auch den Champ, mich aufzunehmen. Und dieser Champ, wer ist das? Nun, das musst du selber herausfinden. Deshalb bist du doch hier, nicht wahr? Ja, stimmt. Na gut. Danke für die Info. Viel Erfolg. Danke. Ich habe dich erwartet, Sincero. Siegfried? Du bist der Champ? Na, was für eine Überraschung. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Wieso hast du mir das nicht gleich gesagt? Wieso lässt du mich so im Dunkeln tappen? Ich verlange Antworten! Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Soll mir recht sein, Siegfried. Hiermit fordere ich dich heraus. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Du magst stark sein, Sincero, aber ich kann nicht zulassen, dass du gewinnst. Los, Garados! Das werden wir ja sehen, Siegfried. Los, Hope! Pikachu! Ha? Ah! Ich habe gerade ein Déjà-vu-Erlebnis. Vor genau 3 Jahren stand mir ebenfalls ein junger Mann gegenüber und startete Pikachu gegen Garados. Und dieser junge Mann war der Aufrichtige. Ja, ich kenne die Geschichte. Tatsächlich? Die Wahrheit zu sagen, das kleine Pikachu, das du da vor dir siehst, ist die Tochter von dem Pikachu von vor 3 Jahren. Nun, es hat durchaus etwas Besonderes an sich. Diese ungewöhnliche Färbung. Es ist gar nicht aussehen wie ein Pikachu. Aber die Geschichte wird umgeschrieben. Oh nein. Ich werde gewinnen. Hope. Jetzt Donnerblitz ein. Pikachu. Pika! Komm schon, Garados, reiß dich zusammen! Die Geschichte will sie nicht enden, Siegfried. Garados, komm zurück. Ich sorge, dass dieses Pikachu den Sieg bringen wird. Das werden wir sehen. Sincero, los! Dragoran! Ich glaube, dieses Dragoran kennen wir. Ja, yeah, wenn es nur halb so brutal ist wie damals, dann habe ich ein echtes Problem. Andererseits kommt es nicht. Es kommt doch Hyperstrahl, oder? Oh ja. Denkst du an das, was ich denke? Moment. Kaius kann den Hyperstrahl abwehren. Dragoran, mach dich bereit. Hope, komm zurück. Dragoran! Los, Kaius! Ja. So, das ist egal.
Deine stärkste Attacke ist mal ausgeschaltet. Wir haben viele starke Attacken. Ich verlasse mich nicht nur auf eine einzige. Los, Kaius! Hypnose! Was? Dragoran, Donner! Weich aus, Kaius! Wir versuchen es nochmal. Kaius, Hypnose! Jetzt, wo er schläft, nutzen keine Attacken mehr Siegfried. Traumfresser Kaius! Das hat mein Dragoran nicht mehr gejuckt. Nochmal, Kaius! Es wird aufwachen, bevor du es besiegen kannst. Das ganz nach Hause. Und weiter, Kaius, Traumfresser! Dragoran! Kaius, und nochmal! Auf dich ist Verlass. Dragoran! Los, Kaius! Spukball! Beende es! Komm zurück, Dragoran. Was war's mit deinem Dragoran? Mit einem. Was? Los, Dragoran! Was, ein zweites? Oh ja. Na gut. Kaius, Hypnose! Auch das bringen wir. So, du benutzt also die Taktik wie gegen Sandra. Was? Woher weißt du das? Gegen einen weitaus stärkeren Trainer. Eine Taktik einzusetzen, die nichts mit Stärke zu tun hat. Für Sandra verachtend. Ich akzeptiere sie. Woher weißt du davon? Nun, ich erfahre nun mal davon, wie mein Cousinchen besiegt wird. Deine Cousine? Sandra ist meine Cousine, ganz recht. Warte, das heißt, der alte Mann im Schrein ist mein Großvater. Er hat sogar meinen Namen erwähnt gegen dir über. Ja. Nun, ich habe natürlich die Verantwortung für die Arenaleiter, sowohl in Jota als auch in Kanto, als Oberhaupt der Top 4. Aber nun, mach ruhig weiter mit dieser Taktik. Ich finde daran nichts verachtend. Nicht? Nein. Meine Cousine ist einfach zu dickköpfig und noch zu unerfahren. Sie muss noch eine Menge lernen. Dennoch eine starke Trainerin. Dass du sie besiegt hast, bedeutet eine Menge. Aber gegen mich wirst du nicht so leicht ankommen. Ich bin nicht auf diese Taktik angewiesen, Siegfried. Ha? Ich kann auch ohne Hypnose gewinnen. Kaius, komm zurück! Los, Ironburn! Vielleicht hast du mich da falsch verstanden. Aber gut, ich akzeptiere deine Entscheidung. Panzerera. Los, Ironburn! Dragoran, Donnerwelle! Flieg hoch! Rechtzeitig noch aufgewacht. Dragoran, Windhose, treff es in der Luft. Was, Ironburn? Panzerera. Los, greif an! Panzerera. Ironbird, komm zurück! Ja. Los, Kaius! Dragoran Blizzard! Kaius, bitte halte durch! Mal Kumpel. Ironbird hier. Dragoran Blizzard! Na, komm zurück. Ironbird! Panzeron! Dragoran! Hyperstrahl! Sieht mein Stahl-Pokémon nicht Siegfried. Ironbird, los, flieg hoch! Panzeron! Und jetzt Angriff! Dragoran! Bereit machen!
Okay, Matanga. Komm zurück, Trabera. Sincero, du hast dir einen Feuerstart ausgesucht, nicht wahr? Hab ich, ja. Lass mich dir den Feuerstarter aus Kanto zeigen. Los, Glurak. Das ist der Feuerstarter aus Kanto? In seiner finalen Form. Drach. Okay, Feuer-Pokémon. Panzerheran. Ich weiß. Okay. Ja, der Feuerattacke angegriffen. Beste, bist du bereit? Pepe? Einberg, komm zurück! Los, Beste! Mach dich bereit für einen Feuerangriff. Ist okay? Ein Feuerangriff hat ja ganz schön Power. Obwohl du ein Feuer-Pokémon bist, hat er das eine Menge abgezogen. Meine ich doch. Weißt du, das ist der Starter aus Kanto. Was? Oh. Must terminate. Weißt du, nein. Irgendwie. Ich überlege, vielleicht hast du recht. Ich überleg's mir noch. Okay. Ja. Was jetzt, weißt du, komm, rede mich an und ein Bird auch. Wobei, warte, wenn er nicht mit Feuer angreift. Was nun, Sincero? Was wenn sein Glurak ebenfalls hyperstark war? Die Chance existiert zumindest. Bisher konnte jeder seine Pokémon. War in der Lage, hyperstark zu lernen. Da ist Glurak keine Ausnahme. Kaius ist aber besiegt. Auf Kaius kann ich verzichten. Okay, bleib mir nur Iron Bird, ich muss es riskieren. Beste, komm zurück! Okay. Los, Iron Bird! Panzerheran. Glurak! Hyperstrahl! Kein Problem für Iron Bird. Okay, jetzt habe ich die Chance. Iron Bird, komm zurück! Los, Stardust! Ja! Glurak, sammle deine Kraft. Schlagen wir zu Stardust Surfer! Eine Masse der müsste reichen. Glaubst du? Es ist immerhin doch noch ein Feuer-Pokémon. Glurak, was hältst du aus? Sehr schön. Glurak, Schlitzer. Stardust! Verdammt. Stardust, Eissturm! Wie beenden das so? Was? Glurak. Hyperstrahl! Stardust! Ja. Gut gemacht. Komm zurück. Okay, Beste! Mate, ich habe mich umentschieden. Ich muss es tun. Oh ja, und du wirst. Beste! Ruckzuck hief. Finish him! Fatality! Und jetzt siegt der Yoto-Starter über den Counter-Starter Siegfried. Was jetzt? Luna, komm zurück. Los, Aerodactyl. Mein schnellstes Pokémon im Team. Was ist das denn für ein Drache? Das ist ein altes Fossil-Pokémon. Es gilt als ausgestorben. Aber aufgrund von neuester Technologie kann man Fossilien wieder zum Leben erwecken. Das traf besser nicht zu. Moment. Beste, komm zurück! Okay. Los, Predator! Achtung über dir! Kickli! Kickli! Okay, Moment, wenn das ein Flug-Pokémon ist, dann bringt der Predator auch nichts. Kickli! Kickli! Predator, komm zurück! Kickli! Los, Iron Bird! Du kannst dir mehr helfen! Eine Dachtür, Flügelschlag. Das ist kein Problem. Ganz, ja. Iron Bird, halt ein bisschen länger durch. Ja. Keine Idee. Stardust hier. Ja. Alles klar. Ja. Eure Dachtür, Steinhagel. Iron Bird, mach dich bereit. Steinhagel. Verdammt. Los, Sandwirbel!
Eran. Okay. Los, Ironbird, komm zurück! Eine Menge Getricks ist uns hier doch. Los, Stardust! Ich denke, volle Überraschung im Siegfried. Aber Taktil, Steinhagel. Ja. Ja. Stardust, komm zurück! Los, werde Predator! Kickley! Ich werde es dir nicht schlauzen, Zero. Ist das Strategie? Oder willst du mich einfach nur verwirren? Kickley! Tut mir leid, Kickley. Stardust hier! Kickley! Flügelschlag, Aerodactyl. Predator! Gut gekämpft, alter Schmerz. Komm zurück. Los, Stardust! Jetzt bin ich fertig. Ja. Aerodactyl, Flügelschlag. Surfer Stardust! Komm schon. Sammle deine Kraft, Aerodactyl. Nun, Hyperstrahl! Amt! Bär still! Los, Basti, ruckzuck hier! Bär, es ist nicht so bereit zu zählen, Bär. Okay. Los, Basti, ruckzuck hieb! Ja, ich versuch's! Ja, das hat nicht gerettet, Mate! Weich aus, Basti! Kein Glück gehabt! Dein Basti ist auch schnell. Und stark. Basti! Jetzt bist du nicht schneller, Basti! Finish him! Basti, komm. Los, ruckzuck hieb! Die Ballers! Verdammt! Basti! Hyperstrahl, Aerodactyl! Basti! I did it for you! Ironbird! Panzeiran! Wie wäre es mit heilen? Du musst deine Pokémon heilen. Ironbird hier! Habe ich eigentlich nicht gemeint, aber auch gut. Ironbird hält jetzt am meisten aus. Ja, aber er muss sich aufladen. Sammle deine Kraft. Stardust hier. Steinhagel, sollte ich nicht unterschätzen. Ja, Basti, tut mir leid. Ist schon okay, Mate. Belebe noch den Rest des Teams wieder. Sie haben es verdient. Ironbird, du musst kurz dein Team beschützen. Panzer, Eran. Wir arbeiten als Einheit, Siegfried. Löblich. So muss das. Aerodactyl, Hyperstrahl. Alles war ich in Ironbird. Gut gemacht. Ja. So ein Predator hier. Und was soll nicht umsonst sein? Kickley. Gemeinsam besiegen wir dich, Siegfried. Steinhagel, Aerodactyl. Worte sind fehl am Platz, Sincero. Erinnerst du dich? Ja, du musst Taten sprechen lassen. Das werde ich. Schön, du weißt, was ich meine. Panzer. Weiche aus. Eran. Wie wär's mit Saphir? Nein, wir greifen an. Oh, okay. Ironbird, bist du bereit? Panzer. Du durchhaltet, Ironbird. Und jetzt los. Was? Ja, Panzer, Eran. Keines. Komm zurück, Ironbird. Okay. Bärste! Bärs. Steinhagel, Aerodactyl. Mate! Ah, Bärste! Ah! Es tut mir leid. Fürs Team, Mate. Ich dachte. Ich muss
Das Kasten. Stardust! Hä? Oh, Stardust! Was ist das denn? Antikraft. Stardust, Eissturm! Komm zurück, Aerodactyl. Du hast genug gemacht in diesem Kampf. Sehr gut, Stardust. Nun los, mein Trumpf. Dragoran. Ein weiteres Dragoran? Mein stärkstes. Okay, Stardust. Los, Eissturm. Du magst einen vierfachen Vorteil sein mit deinem Eisflagge. Jedoch besitze ich den Wutanfall. Dragoran. Stardust! Los, Iron Bird! Panzeran! Sternschauer! Panzeran! Wutanfall, Dragoran! Iron Bird! Dragoran! Panzeran! Süße, bist du bereit? PKP. Los, Hope! PK! Ich sagte, Siegfried, das Pikachu wird es beenden. Wie vor 3 Jahren. Na los! Du Hope. Hast nur einen Versuch, Sincero. Den nutzen wir. Mach dich bereit, Hope! PK? Zeit für den Donner, den wir brauchen. Los! Donner! PK! Dragoran, komm zurück. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Danke, Siegfried.